Und damit ein herzliches Willkommen zu Child of Light, einem neuen Spiel, einem neuen Projekt. Und das, was ich bisher gesehen habe, einfach nur geil. Ich war jetzt hier bestimmt eine Viertelstunde lang in diesem Hauptmenü und ich wollte hier gar nicht weg. Ich finde diesen Soundtrack einfach so... Aber wisst ihr was? Wir spielen jetzt ein neues Spiel. Und ja, ich bin mir sicher, dass ich ein neues Spiel starten möchte, weil, ja. Kind, geh nun zu Bett. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Von Lemuria, einem längst vergangenen Reich. Und einer Maid, die den Ruhm musste wählen. In Austrias Kronland einst ein Herzog regierte. Ihm ward Aurora zur Tochter geboren. Einer geheimnisvollen Herzogin Kind. Der Vater hatte sie zum Liebling erkoren. Allein zog er das Mädchen groß. Nie bereitete er ihr Schmerz. Doch einsam suchte der Herzog Trost und verlor in einer Nacht sein Herz. So nahm das Schicksal seinen Lauf. 1895 zur Osterzeit. Musikanten spielten für den Herzog auf, die neue Braut an seiner Seite. In der Nacht fiel Aurora in Schlaf. Der Kamin brannte nicht mehr heiß. Ein Schauder breitete sich aus. Ihr Körper war so kalt wie Eis. Am Morgen fand man sie starr. Erloschen war Auroras Licht. Ihr Vater weinte und flehte, doch einen Zweifel gab es nicht. Aurora war tot, sie sagte kein Wort. Und doch, es war einmal vor langer Zeit, da erwachte sie an wundersamem Ort. Auch wenn die Geschichte etwas traurig ist, aber ich finde, von der Atmosphäre her ist es einzigartig. Es ist... Es ist... Wo bin ich? Ich muss träumen. Ubisoft presents. Ubisoft Montreal Production. Child of Light. Kapitel 1. Das Mädchen und der Glühwurm. Tja, also im Großen und Ganzen, wir spielen Aurora. Na, da war ein Schild. Ich will's lesen. Ich will's lesen. Wo ist das X? Rechts zum alten Kloster. Okay. Ich will da... Ich will... Oh, ich kann auch? Cool. Wie jetzt? Ach so. Ah. Nee, kann ich doch nicht. Ich dachte... So, für alle, die es interessiert, ich spiele das Ganze mit Gamepad. Und ja, total blind, weil ist heute auch erst rausgekommen. Also von daher, hätte mich auch gewundert. Hätte ich das schon vorher gekannt. Hab Mut und trotze diesem Grauen. Lass mich hoch da. Okay. Lass mich hoch da. Lässt du mich hoch? Okay, du lässt mich da nicht hoch. Okay, dann soll ich da wahrscheinlich auch nicht hoch. Was habe ich denn hier noch so Nettes? Oh. Na, 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 na. Nicht abbrechen. So. Und auch schön mit Ebenen gearbeitet. Oh, ist das schön. Ein X rechts zum alten Kloster. Mann, ich will zum alten Kloster, glaube ich. Ich weiß zwar nicht, wo ich hin will, aber ich will irgendwo hin. Aus kalter Luft ist dieser Traum. Dunkle Geister schwirren von Baum zu Baum. Na. Oh. Oh, eine Spinne. Lauf, Aurora. Lauf. Nein. Erwache. Erwache. Albtraum, lass mich los. Vater, wo bist du? Mein Kummer ist gar groß. Kann jemand mir geschwind sagen, warum Wasser fließt ganz ohne Regen? Wer spricht? Ich,
mit dem Tau von der Wange. Das steht euch nicht, entstellt euch sehr. Ein Glühwürmchen? Jetzt wird mir bange. Mein Mahl war heute wohl zu schwer. Essen klingt gut, doch bin ich verwirrt. Kennt ihr vielleicht eine Aurora? Sicher, Herr, ich bin sie. Ein Herr? Seid ihr nicht eine Signora? Oder ein Kind der hiesigen Flora? Hör auf mit deiner Narratei. Ich bin Aurora, sag ich dir. Oh, hab ich's doch gewusst. Also dann folge mir. Eine Dame wartet. Eine Seherin mit Haar lang wie ein Bach. Mit Haut aus Moos und leuchtendem Blick. Vielleicht weiß sie, wie ich aus diesem Traum erwach. Tja, dann einfach mal dem Glühwürmchen hinterher, würde ich schon fast sagen. Wuhu! Benutze rechts, also den rechten, um zu bewegen. Cool. Oh, ein Riese im Hintergrund. So, Glühwürmchen, du könntest hier ruhig mal ein bisschen den Licht leuchten. Nanu, was ist das für ein Zauber? Seltsame Zauber von kleinen Händen. Wusstet ihr es nicht? Das sind Wünsche des Lichts in dunkler Nacht. Der Goldgelbe führt zu einem größeren Pracht. Also irgendwie erinnert mich das jetzt gerade voll an Lums von Raymond. Wünsche sind köstlich. Los geht's. Warte, bis ich über diese Nacht Vater habe Kunde gebracht. Ah! So, mein Glühwürmchen, immer schön einsammeln da. Ich bin aber mal gespannt, was man daraus machen kann. Und zwar, wofür die Dinger gut sind. Huhu! Lumps eingesammelt. Also, so halbe Lumps, so falsche Lumps, so Fake Lumps. Waren hier jetzt noch welche? Waren jetzt hier noch? Nee, okay. Okay. Wo muss ich hin? Ah, da ist noch ein Lump. X, okay. Jenseits des Baumes, unser Weg muss liegen. Doch können wir dorthin nicht fliegen. Ha. Gefangen, die Tür ist versperrt. Ein rundes Zepter, ein durchsichtiges Gefäß. Die Lösung ist klar wie Kristall. Herr Glühwurm, entflammt das Gesäß. Was? Aber wir kennen uns doch kaum. Nun mach, dann werden wir schauen. Wo die drei Zepter Schatten hinterlassen. Ja? Müssen die Symbole zusammenpassen. Ah, okay. Erleuchtet. Ah, so soll das sein. Ah, jetzt hab ich das verstanden. So. Stück rüber. Jo. Hoch. Nix. Da. So. Dann ihn in der Mitte. Oh, jetzt hat sich das Glühwürmchen ausgepowert. Jetzt ist das Glühwürmchen kein Glühwürmchen mehr, sondern ein... Naja, okay, es ist halt nur noch ein Würmchen. Der Arme. Ja. Nein, das Glühwürmchen. Nein. Das Glühwürmchen ist wieder aus. Das glaubt mir keiner, wenn ich ihm erzähle, das Glühwürmchen ist aus. So. Glühwürmchen, aber jetzt komm erst nochmal mit. Herr Glühwurm, wir können weitergehen. Wer lässt nur eine Tür hier stehen? So. Nehmen wir hier nochmal eben die Träume mit. Oder die falschen Lumps, je nachdem. So. Aurora, geh da rein. Wer sie wohl war, das frage ich mich. Nimm dieses holde Schwert an dich. Wer hat gesprochen? Etwa ein Geist? Die Dame des Waldes hier verkehrt. Aurora, nimm Mathildes Schwert. Das kleine Kind und ein Schwert. Ich glaube, das, Excalibur! Lauft, sonst wird uns dieses Biest verhauen. Zum Glück führe ich ein Schwert in diesem Traum. Ja, und ich denke mal, das ist jetzt die Einführung ins Kampfsystem. Nee, zeigt mir, dass nichts handelt. Ah, okay.
Was haben wir denn hier alles so Nettes, so Schönes, so? Okay, Fliehen, Tränke, Handeln, Gruppe. Wie, ich kann mit dem handeln, während ich kämpfe? Ja, das finde ich aber uncool. Ach so, das Handeln. Ah, okay. Fliehen, Gruppe, Handeln, Tränke, Kämpfen. Okay, gut. Dann verpasst wir ihm erstmal einen heftigen Hieb. Ha, nimm das, du Unhold. Ah, jetzt kommt er auch noch wieder ran hier. So, noch ein Hieb. Dann müsste es doch eventuell... Au! Müsste es doch eventuell gewesen sein, hoffe ich. Los, Aurora! Mach ihn fertig! Sehr schön. Wuhu! 50 Erfahrungen gekriegt! Tja, wie ihr jetzt bestimmt schon alle festgestellt habt, ist dies ein, ja, RPG. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals ein RPG-Let's Play werde, weil ich eigentlich gar nicht der RPG-Typ bin, aber dieses Spiel! Oh Vater, wann sind wir endlich da? Was ist ein Vater, Aurora? Ich bin seine Tochter, ist doch klar. Recht zum alten Kloster immer noch. Oh, ja, nein. Hereingelegt. Okay, okay, halte mit... Ah, ah cool, dann kann ich... Ah. Aber das verbraucht doch bestimmt wieder hier Leuchtekraft, oder nicht? Ja, und das ist nicht zu wenig, okay. Aber jetzt weiß ich auch, wofür die Träume, beziehungsweise die Wünsche da sind. Alles Träume oder was Wünsche? Egal, keine Ahnung. Ich brauche auf jeden Fall diesen Soundtrack. So, jetzt kommt er nochmal. Oh mein Glühwürmchen ist wieder aus. So, nimm das, du Schuft. Ich, bin voller Huft. Juhu, wir sind auf jeden Fall Level 2. Ha! Welle neue Fähigkeiten für Aurora. Okay, was haben wir denn hier so Nettes? Verteidigen, Hieb. Achso, dann können wir den... Ah, okay. Heilen, ich würde eher sagen Verteidigung. Reduziert den Schaden durch Angriffe um 40% und erhöht in der nächsten Runde das Tempo auf der Zeitleiste um 70. Ja. Würde ich ja schon fast nehmen, ne? Ach, das haben wir ja schon. Ah. Das macht natürlich Sinn. Lichtstrahl, ein mächtiger Lichtangriff mit einer Chance von 10%. Die, okay. Nee, MP-Aufwertung nicht. Was haben wir denn hier? Ein Lichtblitz gegen eine einzelne dunkle Kreatur. Licht ist eine starke Waffe gegen die Dunkelheit. Oder gegen das Dunkel. So, Vorbereitungszeit sehr lang. Zauberkraft. Wir nehmen mal das Sternlicht. Das sieht irgendwie cool aus, finde ich. So. Mhm. Ah, guck mal, ich habe sogar noch viel mehr, aber das schauen wir uns später an. Vielleicht kommen wir jetzt hier nochmal zur Gelegenheit, mal unsere neue Fähigkeit auszuprobieren. Nachdem wir hier oben die Lumps eingesammelt haben. Wuhu, Lumps. Überraschungsschlag, Angriff von hinten, okay. Na, na. Ich will angreifen, ich will... Ah, danke. So, können wir tatsächlich nochmal unsere neue Fähigkeiten hier ausprobieren. Handeln, Sternlicht. Los! Aurora, zeig's ihm! Coole Sache. Und schon fast Stufe 3, das finde ich cool. Und ich habe einen Zaubertrank gefunden. So, oh, nee, also ich... Na, ich glaube, an die Kiste möchte ich da oben schon sehr gern ran. Glaube ich. So, mal gucken. Kommen wir hier? So, dahin? Nein, Aurora, du sollst doch springen. Kleines Mädchen, springen sollst du. Guck mal, so sollst du springen. Oh, ich habe ein Heiltunikum gefunden. Coole Sache. So... Die Lumps nochmal einsammeln, auch wenn unsere Glühwürmchenleiste voll ist. Na, 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 nein, 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 nein. Ah, jetzt auch noch zwei von den Biestern hier, ey. So, den einen verlangsamen wir jetzt einfach mal. Nein, Aurora. So. Den einen pratzen wir jetzt erstmal mit Sternlicht weg, in der Hoffnung, dass das auch so klappt, wie ich mir das denke. Ja, sehr schön. Der erste ist damit weg. So, und um den zweiten kümmern wir uns auch sehr geschwind. Irgendwie, dieses Spiel lädt zum Reim ein, auch wenn ich es nicht kann. Aber mal schauen. Wahrscheinlich irgendwie so bei Folge 100. Wird das denn was? Wuhu.
So, was haben wir eigentlich alles so? Ah, Lebenspunkte, Magiepunkte, Stärke, Magie und Magieresistenz, okay. Und ich habe ein starkes Feennektar gefunden, also einen starken Feennektar gefunden. So, wir wollen jetzt aber erstmal unsere Punkte hier ausgeben, würde ich sagen, oder? Hm, was haben wir denn hier? MP-Aufwertung, erhöht die maximale MP-Dauer um 1. ja, das hatte ich da irgendwie auch schon. Aber ich befürchte, man muss sich hier irgendwie auch so langsam für einen Zweig entscheiden. Ich bin aber, was das angeht, eher so der Typ, der so, ich würde aber ganz gerne alles machen. Ich glaube, ich nehme mal den Lichtstrahl jetzt noch dazu. Kann ich den eigentlich auch wieder abwählen, Nina? Ach, jetzt ist sowieso zu spät. Okay, gut. Dann eben nicht. So, kannst du da... Oh, das Glühwürmchen kann sogar leuchten. Ist das cool. So, was gibt's jetzt hier unten? Nein, 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 schon wieder so einer. Ha, voll ausgetrickst. So. Dann schnappen wir uns ihn hier mal. So. Boah, sind schon wieder zwei Stück hier. So, ihn verlangsamen wir jetzt erstmal. So, was war das denn? Ah, Lichtstrahl war das, ne? Probieren wir doch mal aus. Na, jetzt hat er mich auch noch unterbrochen, der Sack. Einfach nochmal probieren? Aber ich befürchte... Nein! So, Glühwürmchen, du könntest hier eigentlich eher jetzt mal eben hier deine Dings auffüllen. So, guck mal, weil dann kannst du nämlich da erstmal wieder richtig schön leuchten. Und ihm verpasse ich jetzt einfach mal ein Sternlicht. So. Ja, Sammelt Kraft. Brauchst du gar nicht mehr. Bist jetzt eh platt. Siehste? Ich hab's dir ja gesagt. Aber er wollte ja nicht hören. So, jetzt kommt der nächste Kriecher dran. So, und dem würde ich sagen, machen wir auch nochmal eben schön mit Sternlicht so. Bäm, ne? Und brems. Wuhu, 100 Erfahrung dazu. Und schon fast Level 4. So, schauen wir mal. Was gibt's denn hier noch so Nettes? Ist hier oben noch was? Ich glaube, da komme ich an die Kiste da oben ran, ne? Oder ist das keine Kiste? Soll das eine Kiste sein? Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, ob das jetzt eine Kiste sein soll oder ob das keine Kiste sein soll. Auf jeden Fall da oben. Noch Nahrung für mein Glühwürmchen. Kann ich die eigentlich auch einsammeln? Tatsächlich kann ich auch einsammeln. Das ist ja praktisch. So. Was haben wir jetzt hier oben noch? Wisst ihr was? Die stellen wir uns in der nächsten Folge. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen hoch geben, auf jeden Fall einen Kommentar schreiben. Und falls ihr wollt, favorisieren, teilen, liken, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.